Ich würde sagen, dass die sich stetig steigert. Würde ich auch sagen. Ja. Weil das Renommee unserer Künstler steigert sich auch noch, obwohl wir sehr, sehr viele Stammdozenten haben. Aber dann kommen auch Leute wie Professor Hipp dazu, die auch eine ganz besondere Kreativität haben. Aber ich glaube, das ist es gar nicht alleine. Der Geist, den wir hier ausstrahlen, die Idylle, die Energie, die in dem Haus fließt, das geht alles ineinander über. Und es beweist uns auch, dass 3/4 unserer Gäste, unserer Teilnehmer immer wieder kommt zu uns. Ist es richtig? Ja, würde ich absolut sagen. Ich denke, es ist so eine glückliche Mischung zwischen kreativem Schaffen und guter geistiger Atmosphäre, dass die Menschen sich wohlfühlen. Sie können auch mal loslassen, was sie an Problemen haben. Und Biggie ist immer ein guter Ratgeber und ist für die Menschen da, wenn sie körperliche Gebrechen haben, kriegen sie ihre Liegestühle hingelegt oder kriegen irgendwelche Tropfen und Tablettchen geliefert. Alles ist vorhanden hier, ja. Voller Liebe. Und dann kommt Peggy wieder mit ihrem Humor um die Ecke gebogen und jeder freut sich. Aber dann unsere Dozenten, mit denen wir heute auch schon akademiemäßig, würde ich sagen, befreundet sind, da gibt es auch diese Bandbreite, dass wir ja nicht nur Aquarellkurse machen oder Plastikkurse, einen Kalligrafen aus Hamburg haben, wo man mal wieder das lernen kann, wie man Schriften richtig macht oder wie man diese Schriften auch in die Bilder einbringt. Ja. Wir haben dann dieses Glück mit unserem Aktmodell entzückend, die viele Jahre kommt, die dann auch bei schönstem Wetter nackt durch den Garten rennt. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, und auf natürliche Art und Weise. Und hier haben wir die Pagoden. Die Pagoden ist auch etwas ganz Besonderes. Da finden die ganzen plastischen Kurse statt, von denen wir auch zahlreiche anbieten. Und die Menschen dort sich wohlfühlen. Und das Schöne ist hier, das hat sich heute bewiesen, auch bei größter Hitze eigentlich die Temperatur in Ascher immer durch die vielen Bäume, durch den Park hier sehr angenehm ist. Und der Fluss fließt vor die Prien fließt vor der vor der längste Park. Bayerische Fluss übrigens, ne? Der längste bayerische Fluss, genau. Also gerade gelernt. Dann unser wunderschönes Schloss da oben. Das Schloss und die Kampenwand. Die wunderschöne Kampenwand auf über 1600 Meter. Ist auch was ganz Wunderbares und wir haben viele unserer Teilnehmer, die ihre Ehepartner oder sonstige Partner mitnehmen und die dann irgendwie hier wandern gehen oder Golf spielen gehen. Ja, einfach auch ihren Urlaub hier mit uns verbinden, die kommen eine Woche vor oder bleiben eine Woche danach. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Wir haben den Chiemsee, der fantastisch ist und Salzburg um die Nähe. Ja. Also man kann so viel miteinander verbinden und die Kunst, das zu erlernen, nimmt ja auch immer mehr zu. Es sind nicht nur die älteren Menschen, die in Rente gehen, nein. Es sind auch die Jungen. Oder es ist entzückend, wenn wir unsere 8- bis 12-Jährigen dabei haben, die mit ihrer Oma kommen oder mit ihrer Tante oder Mutter, die einfach mitmachen, die einen Spaß haben. Und manche, die Alten bis zu 90, ja, also haben auch unglaublich, die immer noch voller Tatendrang kommen und sogar Porträt- und Aktkurse mitmachen. Diese Mischung ist fantastisch. Und für 2015 steht das Programm auch schon wieder und das verspricht sehr interessant zu werden. Ja. Weil wir beide haben wieder so viele neue Dozenten, neben unseren Stammdozenten, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, hier ja auch an Land gezogen und das ist so eine gute Kombination. Und sobald die Kataloge raus sind, darf auch jeder bei uns anrufen und bekommt einen.